möchte diesmal eröffnen mit dem Spruch Ring frei. Ring frei für die Berufsorientierung zu unserer 19. Berufsinformationsmesse, zu unserer 19. Runde, die wir über den langen Zeitraum von 19 Jahren hier in Zeitz in der Turnhalle gemeinsam mit der berufsbildenden Schule Burgenlandkreis jedes Jahr aufs Neue wieder organisieren, um unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten, die Perspektiven einer beruflichen Perspektive im Burgenlandkreis zu eröffnen, näher zu bringen und sie einzuladen, sich in den Berufen heute hier schon auszuprobieren mit unserer Berufestaffel, mit vielen Praktikas, die vielleicht im Anschluss auch folgen in den Unternehmen, ist die Berufsinformationsmesse der wichtigste Baustein der Berufsorientierung, die wir im Burgenlandkreis durchführen. Die duale Ausbildung ist unser Schwerpunkt und hier gibt es genug zu tun. Deshalb haben wir die Studienorientierung ausgegliedert. Ja, unser langjähriger Partner, Herr Scholz von der Agentur für Weißenfels, hat also auch den Dominik Bösel mitgebracht. Naja, so langjährig in persona noch nicht, aber als Organisation schon, als Co-Veranstalter der BIM. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ausstellerinnen und Aussteller, guten Morgen in Zeitz. Ja, wir sind ja aber erstmal stolz. Der Kampf am Wochenende, wir haben da alle mitgefiebert. Im MDR ist das ja sehr schön übertragen worden aus der Stadtteile in Weißenfels, dass sie gewonnen haben. Und das, denke ich, 23 Siege, noch keine Niederlage, 8 davon im K.O. Also das ist erstmal eine sportliche Bilanz, die sich sehen lassen kann. Dominik Bösel ist ein mitteldeutsches Kind, so muss man das sagen. Freiburg, unsere heimliche Weinhauptstadt, dort sind sie geboren und sie haben von Anfang an schon geboxt. Hallo liebe Zuschauer, was ganz toll ist, jetzt habe ich meine Lehrkraft vor mir erwischt. Grüß dich erst einmal. Wir kennen uns ja privat, da können wir also per Du sagen. Ja. Du bist heute mit deinen Schülern das erste Mal auf der Messe oder bist du öfters gewesen? Ja, ich bin das erste Mal in diesem Jahr runter und ich habe versucht, über die Eltern meiner Klasse die dazu zu animieren, dass wir geschlossen runtergehen. Und da ich einen kurzen Freitag habe normalerweise, haben wir gesagt, gehen wir heute geschlossen her. Und was macht für einen Eindruck die Messe mal so allgemein gesagt für dich? Ja, macht erstmal einen sehr positiven Eindruck. Sie wirkt sehr offen, wenn man es auch sieht, dass viele auch die Schüler aktiv ansprechen. Ja, es lohnt sich auf alle Fälle vielleicht auch. Also wir haben ja seit Jahren die Tendenz, dass auch nicht mehr alle Abiturienten unbedingt studieren müssen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass man sich bei einer Berufsinformationsmesse vielleicht die ein oder anderen Sachen mal anschaut und vielleicht auch eine Lehre oder Ähnliches danach einzuschlagen nach dem Abitur. Herzlichen Dank und wünsche dir vor allem noch einen schönen freien Freitag als Lehrkraft. Ich auch und ein schönes Wochenende. Danke, tschüss. Hallo, mein Name ist Treblo oder Henry, wenn wir bei Du sagen vom Alter. Sarah. Du bist Sarah. Sarah, du warst heute in der Berufsbildungsmesse. Wie hat es dich angesprochen? Na, es hat mich schon angesprochen. Ich weiß ja schon, was ich werden will und so. Und habe viele Informationen bekommen, das fand ich gut. Verrätst du uns, was du werden willst? Ja, ich möchte Kauffrau im Einzelhandel werden. Na toll, und hast du hier ein paar ernsthafte Gespräche führen können? Ja, ich hatte ganz viele Informationen bekommen und das fand ich richtig gut. Na fein. Und mit euch beiden, wie hat es euch beiden gefallen? Ja, sehr schön. Viele Informationen übermittelt bekommen und ja, also wir wissen schon, was wir machen wollen. Verratet uns auch, welchen Beruf ihr schon vorhabt? Erzieherin. Erzieherin, ja. Erzieherin. Mhm. In welchem Bereich? Erziehung ist dann nur für die ganz Kleinen oder ist es für ältere Kinder auch? Von ganz klein bis groß. Genau. Also, und wie ist der Ausbildungsfortschritt dann bei sowas? Also 2 Jahre Sozialassistent und dann 3 Jahre noch Erzieher. Und du auch? Ja, genau. Und habt ihr heute feste Kontakte schließen können? Ja, konnten wir. Erst einmal herzlichen Dank, Sie sind ein Kind aus der Region. Ja, genau. Ich komme ja aus Freiburg. Ich lebe schon immer hier, bin hier geboren in Naumburg und ja, hier gefällt es mir. Und wie kamen Sie zu dem Sport? Ja, ich bin über meinen Vater, der hat selber früher geboxt und hat mich dann ziemlich früh mit auf der Halle genommen und bin dann mit 12 zur Sportschule, wurde da auch relativ schon von den Profis beobachtet und ja, bin dann mit 21 Profi geworden. Und wer hat Ihnen einen Profivertrag angeboten, selber darum bemüht oder kam man auf Sie zu? Nein, da kommt man, also sie kam auf mich zu, das ist SES Boxing aus Magdeburg, der Trainer Dirk Chemski, ich habe mich da über Sparrings, habe ich mich gut angestellt, die haben mich im Wettkampf beobachtet und wollten mich dann unbedingt haben, ja. Und wenn Sie in der Sportschule blieben, Sie die ganze Zeit bei der Sportschule, haben Sie durchgehalten, das ist ja kein leichtes Weg letztlich im Internat. Nein, ich bin dann mit 12 hin, es war wirklich hart, also vom kleinen beschaulichen Freiburg nach Halle in die große Stadt und
Das war schon hart. Man hatte auch gleich von früh um 7 bis abends um 7 zweimal Training, Schule zwischendurch. Das war schon ein hartes Programm. Das heißt, in der Woche 10 Trainingseinheiten, genau, alle 2 Stunden. Schon ganz schön was. Ja, so 1,5-2 Stunden, genau. Und das Wichtigste, was man ja allen jungen Leuten mal als Tipp geben kann, dass man sagt, durchhalten, den Erfolg, die Befriedigung. Das mit dem Profisport, das hört sich erstmal alles gut an, ist aber natürlich ein enormes Risiko. Und ich habe, bevor ich meinen Profivertrag unterschrieben habe, habe ich eine Ausbildung gemacht beim Stadtwerk in Halle zum Industriekaufmann. Und das ist so ein bisschen meine Versicherung, falls was passiert, ja, dass ich im normalen Berufsleben einsteigen kann. Und jetzt mal fast eine private Meinung, kann ich immer sagen, wer im Sport durchhält, hält in allen anderen Berufen auch durch. Ja, okay, aber ich habe trotzdem unheimlich Respekt vor jedem, der arbeiten geht. Ich habe ein bisschen einen anderen Tagesrhythmus. Ich habe 2-mal am Tag Training, ansonsten Physiotherapie und Arztbesuche, alles Medienbesuche, was da dazugehört. Aber jetzt 8 Stunden im Büro zu sitzen oder handwerklich da tätig zu sein, wäre für mich eine riesen Umstellung. Herzlichen Dank, dass Sie mir die 30 Sätze gegeben haben. Ja. Jetzt sagen Sie unseren jungen Leuten, gibt es noch irgendeinen schönen Gruß oder irgendeinen Tipp auf den Lebensweg? Ja, das Wichtigste ist auch, wie es in meiner Sportart war, also man muss immer am Ball bleiben, auch wenn man mal ein Tief hat, einfach immer dranbleiben und dann wird alles gut. Also das Leben ist eine Achterbahn. Ja. Danke, ciao. Also Martin, grüß dich. Schön, dass wir uns hier mal wieder treffen. Was machst du eigentlich heute hier an dieser Messe? Ich soll den interessierten Schülern beibringen oder den Beruf des Kfz-Mechatronikers näher bringen. Lernst du also den Beruf eines Mechatronikers? Und ich hatte vorhin von einem Lehrer gehört, dass du ein ausgezeichneter Auszubildender bist. Ist das richtig? Ja, hoffe ich doch, dass meine Firma das genauso sieht, dass ich gut genug bin. Und der Beruf macht dir Freude oder sagen wir, was Besonderes an dem Beruf ist? Er macht Spaß. Ich habe jeden Tag was anderes zu tun. Keine Aufgabe gleich der anderen. Und es ist immer Abwechslung vorhanden. Und es ist körperlich was zu tun. Es macht einfach Spaß. Und du bist die Pia, wir durften ja du sagen. Ich bin ja der Henry übrigens, muss mir auch noch vorstellen. Und sag mal, was du zu deinem Beruf. Und da ist die Kamera, komm mal da rein und sag den jungen Leuten mal, warum der Beruf sich lohnt, ihn zu erlernen. Ich kenne das von zu Hause aus, da meine Familie auch dort auch Leute sind, die diesen Beruf ausüben. Und mir macht das einfach Spaß, an Autos rumzuschrauben, Autos zu reparieren. Und dann kann man sich auch immer mal selber helfen, wenn man eine kleine Panne hat. Und da ja doch immer noch ein Männerüberschuss in dem Beruf ist, mal so ganz ehrlich, wie kommst du mit den ganzen männlichen Azubis zurecht? Besser als mit Frauen. Wow, habt ihr das gehört? So ist es. Also, dann mal herzlichen Dank. Und was sagt ihr sonst zur Berufsbildungsmesse? Wie läuft es heute so? Interesse ist da. Zwar viel für die Autos und die Marken, aber auch am Beruf gibt es Nachfragen. Sehr schön. Und was sagst du zu dem Eindruck von heute? Auch, es ist Interesse da. Die Leute haben Fragen, wollen sich reinsetzen und läuft besser, finde ich, als letztes Jahr. Wir haben ja unser Messeprogramm für die Förderschulen extra ausgerichtet. Wie haben wir das dieses Jahr gelöst? Kommt das gut an? Ja, ich finde, das ist in Ordnung, dass die Kinder nicht so orientierungslos in der großen Messehalle hier rumlaufen, sondern dass sie wirklich speziell für sich Berufe, die möglich sind, herausfinden können. Genau. Und Sie haben das auch vorbereitet in der Schule? Das haben wir in der Schule vorbereitet. Im Technikunterricht mache ich das. Werten das dann im Nachhinein noch wieder genau aus. So ist es. Die sollen sich Informationen mitbringen und dann werden wir noch mal darüber sprechen, was für Möglichkeiten noch bestehen für die, die das nicht alles erfasst haben. Wie hat dir die Messe eigentlich gefallen, so als Eindruck? Ja, sah gut aus. Hast du schon einen Berufswunsch? Nein, nicht richtig. Und wie war es bei euch beiden? Habt ihr schon einen Berufswunsch? Ja, Chemikant. Was? Chemikant. Und wie war die Versorgung heute hier? Ja, wir haben uns schon zu essen gekauft. Draußen. Hallo, mein Name ist Treblo. Mein Name ist Arian. Arian, und wer bist du? Jenny. Du? Leon. Leon. Wollen wir du sagen oder sagen wir sie? Du. Du. Okay, also ich bin der Henry. So, ihr kommt jetzt gerade aus der Berufsbildungsmesse. Seid ihr das erste Mal da? Nee, jetzt ein zweites Mal. Bei dir? Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Und was hat es für einen Eindruck bei dir beim ersten Mal jetzt hinterlassen? Gut. Und wie hat es dir gefallen? Na ja, eigentlich auch gut. Es waren viele Berufe. Viel Auswahl. Viel Auswahl ist hier. Hättest du einen Wunsch, was ich ändern sollte? Ja, Berufe, die man eben haben will. Also ich hatte jetzt hier nicht meinen Beruf. Was wäre denn dein Wunschberuf? Dachdecker. Ah, waren die nicht da, die Dachdecker heute? Nö. Glaube ich nicht, habe ich nicht gesehen. Also ich habe sie gesehen, ich zeige es dann nachher nochmal.
Und was war jetzt, weil du das zweite Mal warst, kannst du es vergleichen vom letzten Jahr zu diesem Jahr? Ja, naja, nicht wirklich, aber es ist in Ordnung. Und wie hat es dich angesprochen, die Messe insgesamt? Ja, gut, es war informationsreich. Hast du einen speziellen Wunsch auf Berufsgruppen gehabt? Ja, eine Altenpflegerin, also beim DRK und ja. Gab es ja mehrere Arbeitgeber auch hier? Hat ihr die auch in Gespräche geführt? Ja. Also weißt du jetzt schon deine Lebensaufgabe, weißt du schon? Ja, einen Ausbildungsplatz habe ich schon. Danke ich euch noch mal vielmals und jetzt könnt ihr noch schöne Grüße reinsagen an alle Zuschauer. Ja, liebe Grüße. 1-7. Herr Böber, deine Karriere im Landratsamt, die Zukunft im Burgenlandkreis, ein großer Landkreis, das ist Ihre letzte Berufsinformationsmesse. Wie schätzen Sie das ein? Wie sieht es mit der Ausbildung bei uns in der Kreisverwaltung aus? Wir bilden seit vielen Jahren aus, sind ein großer Ausbildungsbetrieb. Es ist meine letzte Berufsausbildungsmesse im Dienst und ich hoffe, dass ich genauso erfolgreich bin wie in den vielen letzten Jahren. Wir bilden Verwaltungsfachangestellte aus, wir bilden aber jetzt auch wieder Beamte im mittleren Dienst aus, also Kreissekretäranwärter, und haben uns deswegen diese Ausbildung vorgenommen, weil wir die jungen Leute dringend zur Besetzung von Stellen brauchen. Wir haben eine sehr breite Ausbildungspalette. Wir bilden zum Beispiel auch Lebensmittelkontrolleure aus. Wir bilden aus amtliche Fachassistenten in der Veterinärverwaltung. Und wir haben Geomatiker ausgebildet. Das erstmal so ganz kurz zum Ausbildungsspektrum. Schönen Dank, Herr Böber. Und neben Ihnen haben wir die Frau Lössner. Sie ist die Auszubildende in welchem Lehrjahr? Ich bin im zweiten Lehrjahr. Ja, und macht die Ausbildung Spaß? Können Sie mal ein bisschen was über den Aufgabenbereich erzählen? Also der Aufgabenbereich ist sehr vielseitig. Man kommt in viele Ämter mal rein, man kann viel schnuppern sozusagen. Es ist von allem was dabei. Die Interessenfelder sind sehr groß und ja, sehr umfangreich und es macht auch viel Spaß. Haben Sie den Beruf auch schon weiterempfohlen an Ihre Freundinnen und Freunde? Genau, wie viele Auszubildende haben wir im Burgenlandkreis? Wir haben jetzt 12 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte und 18 als amtliche Fachassistenten und einen Lebensmittelkontrolleur. Prima, das ist ja eine beachtliche Anzahl und alle werden persönlich vom Landrat, wird dann die Urkunde übergeben nach dem dritten Lehrjahr und alle haben eine Perspektive bei uns in der Verwaltung. Ja. Wir bilden so aus, dass wir genau die Stellen wieder besetzen können, die wir aufgrund von Fluktuation bzw. durch Ausscheiden aus dem Dienst zu besetzen hätten. Prima, da wünsche ich noch viel Erfolg auf der Messe. Eine gute Nachfrage. Es sind ja wirklich sehr, sehr viele Jugendliche aus allen Teilen des Landkreises heute bei uns. Danke. Herr Heller, fast schon Tradition. Das dritte Mal sind wir hier. Was passiert jetzt zur diesjährigen Berufsbildungsmesse? Ich bin erstmal erfreut, dass der Ablauf so schön geregelt ist, ist nicht mehr so kompakt. Die Schüler sind besser verteilt, das muss man fairerweise sagen. Die Stände sind nicht mehr so proppevoll, ein bisschen aufgelockerter, macht dem ganzen Anliegen ein bisschen mehr Sinn und mehr Spaß. Und ich denke, die Jugendlichen können sich auch entsprechend besser informieren. Sie sind ein bisschen besser vorbereitet worden mittlerweile. Stimmt, das Gefühl habe ich auch. Es fehlen zwar auf den Zetteln immer mal noch ein paar Unternehmen, das kann man im nächsten Jahr besser machen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Und wir haben ja auch jede Menge Stellen, die wir anbieten können. Also das hat ja eigentlich jeder in jeder Berufsgruppe, in jeder Gewichtsklasse, hätte ich fast gesagt, in jeder Ausbildungsstufe, die er erreichen möchte, dann auch eine Chance, eine Ausbildung zu bekommen. Und das ist das Positive an der ganzen Geschichte. Guten Tag, Triebler mein Name. Freue mich, dass ich Sie mal sehe, Finanzamt. Zwei lächelnde Personen. Finanzamt hat mir das Gefühl, muss was bezahlen, aber Ihnen ist ja mal was Freundliches kommt drüber. Sie geben auch was. Sie geben jungen Leuten welche Möglichkeiten? Ja, wir geben jungen Leuten die Möglichkeit, in einem interessanten Beruf zu arbeiten. Wir haben zwei Ausbildungsberufe, zweijährige Ausbildung, die sich an die 10. Klasse anschließt, oder ein dreijähriges Studium nach dem Abitur. Beide Ausbildungssparten sind als duales Studium oder duale Berufsausbildung ausgerichtet. Das heißt, wir haben theoretische Abschnitte an einer Fachhochschule oder Bildungseinrichtung. Das ist bei uns das in Königs Wusterhausen in Brandenburg, weil wir uns da in der Kooperation mit Brandenburg und Berlin befinden als Sachsen-Anhalt. Und dann eine berufspraktische Ausbildungsphase in den einzelnen Ausbildungsfinanzämtern, wo die jungen Leute dort Ausbildungsstationen durchlaufen, typische Ausbildungsstationen, die in ihrem späteren Berufsleben mal eventuell ihr Arbeitsumfeld sein können.
Und Sie, Frau Rübner, Sie sind in der Ausbildung tätig im Finanzamt Naumburg, sehe ich das richtig? Oder? Bisher war ich das nicht. Ich mache das ab Oktober diesen Jahres. Deswegen, ich bin mit Herrn Bruchmann heute zum ersten Mal hier. Ich schaue mir das heute mit an, um dann die ganze Sache zukünftig mit weiter zu betreiben und die neuen Auszubildenden hier schon mal kennenzulernen. In der Hoffnung, dass wir hier schon ein paar anwerben können. Also, junge Menschen machen Freude, bereiten zwar Arbeit, aber es ist auf jeden Fall eine ganz schöne Aufgabe, die Sie haben. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber die nehme ich gerne an. Eine kurze Nachfrage von mir. Die Lehrzeit 2 Jahre ist ja eigentlich wirklich kurz. Was haben die Leute erlernt nach 2 Jahren? Ja, sie haben das Handwerkszeug, um in den typischen Ausbildungen oder in den typischen Arbeitsumfeldern in einem Finanzamt, die für die Laufbahn, wo die Arbeitsaufgaben für die Laufbahn dienstpostenmäßig bei uns ausgebildet sind, dort tätig zu werden. Das Grundrüstzeug, um sozusagen in ihrem späteren gesamten Berufsleben mit Steuern, mit Gesetzesnormen umgehen zu können. Das heißt, 2 Jahre reicht aus, dass Sie schon normales Einkommen haben dann bei Ihnen, wenn jemand seine Schule ordentlich abschließt. Also mit 16 ist er raus, dann hat er mit 18 bereits ein normales, ordentliches Einkommen. Das Einstiegsbesoldung ist zurzeit knapp über 2000 Euro für jemanden, der hier in der Besoldungsgruppe A6 dann als Steuersekretär anfängt. Ja. Eine tolle Sache. Und bei Ihnen wird bestimmt Fortbildung sehr hoch geschrieben, oder? Ja. Fortbildung, Lehrgänge. Das Steuerrecht ändert sich immer mal. Das hängt ein bisschen von unseren Politikern ab, wie viel geändert wird. Und natürlich müssen wir immer am aktuellen Steuerrecht dranbleiben. Zwangsläufig werden dann auch Fortbildungen durchgeführt, zum Teil in den Finanzämtern, zum Teil auch übers Ministerium. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, auch entsprechend Fortbildung anzubieten. Hallo Herr Dietzmann, Hauptfeldwebel. Richtig. Früher haben wir Spießzug gesagt. Und Sie sind der Herr? Ich bin der Herr Büchner. Sie haben welchen Dienstgrad? Ich bin Regierungsoberinspektor beim Karriereberatungsbüro in Halle. Und warum lohnt es sich, zur Bundeswehr zu gehen? Ja, wir sind ein abwechslungsreicher Arbeitgeber. Man kann viele Ausbildungsberufe erlernen bei uns. Man kann sich weiterqualifizieren. Also es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und für mich war es die richtige Entscheidung, das zu tun. Klasse. Und irgendeinen schönen Tipp den Kindern geben, den Jugendlichen, ab wann können Sie sich bei Ihnen bewerben? Welche Altersklasse? Also ab 16 kann man sich bewerben bei uns schon für die Laufbahn der Unteroffiziere Feldwebel. Sollen einen guten Schulabschluss mitbringen, sollen flexibel sein, hochmotiviert und vor allen Dingen fleißig. Und Berufsabschluss sagten Sie mitbringen, also eine Berufsausbildung von der Bundeswehr ist auch möglich. Eine klassische Berufsausbildung wie Kaufmann. Genau, also wir bieten in der militärischen Karriere über 50 Ausbildungsberufe an, vom Kfz-Mechatroniker über den tiermedizinischen Fachangestellten bis hin zum Fotografen. Und in der zivilen Karriere, wo mein Kollege drin ist, über 20 Ausbildungsberufe. Auch da sehr, sehr vielseitig, vom Verwaltungsfachangestellten über den medizinischen Fachangestellten zum Fluggerätemechaniker wären Berufe möglich. Also eine ganz tolle Sache, ist empfehlenswert. Und wer nicht will in einen Kriegseinsatz, kann er vorher sagen, tschüss, das will ich nicht mehr. In der zivilen Laufbahn durchaus möglich, beim Soldaten leider nicht. Genau, richtig. Ja, das ist die Herausforderung daran und deswegen stehen wir auch zum persönlichen Gespräch hier. Es ist halt immer mit der Verpflichtung an Auslandseinsätzen eventuell verknüpft und mit dieser hohen Flexibilität und Mobilität, dass man der Arbeitgeber auch sagen kann, okay, es ist jetzt nicht mehr in Kiel, es ist vielleicht ein